Wie schnell kann ich ein Pokémon von Level 1 auf Level 100 bringen? Die Regeln sind ganz einfach. Ich habe ein Ei, welches ich ausbrüten werde. Das Pokémon, das daraus schlüpft, wird dann auf Level 100 trainiert, ohne dabei Pokéjobs, Glitches oder sonstiges zu benutzen. Neben dem Pokémon aus dem Ei habe ich drei Pokémon, die Eltern spielen und für das Pokémon kämpfen dürfen. Das war's. Lasst einen Daumen nach oben da und dann geht's direkt los. Okay, und damit ist die Challenge offiziell gestartet. Das heißt, der Timer steht nun auch rechts in der Ecke und jetzt geht es los. Ich habe Remova jetzt erstmal auf Platz 1 getan und dann suche ich jetzt mal ein paar Raids. Da hinten sind sogar schon zwei. So, da ist auch schon der erste Raid. Dann schauen wir doch mal, was sich da befindet. Und es ist ein Gelatine direkt 5 Sterne. Das ist optimal, denn die 5 Sterne Pokémon geben natürlich auch die besten Bonbons. Da würde ich sagen, schicke ich mal Amphira rein und dann kann es direkt mal losgehen. Und da ist das Riesen-Gelatino. Das erste Pokémon, was ich jetzt besiegen kann. Und natürlich direkt wieder ein Carpador als Partner. Das ist genau das Pokémon, das man braucht. Dann Dynamax, los geht's! Und da ist mein riesiges Amphiramann. Jetzt werde ich dieses Gelatino zerstören. Jetzt wird erstmal das Eis am Stiel geschmolzen. Ja, hat gut funktioniert. Und da ist das Gelatino auch schon besiegt. Das heißt, das erste Dynamax-Pokémon kann erstmal gefangen werden und... Ja, dann schauen wir doch mal, ob das Pokémon im Ball drin bleibt. Haha, kleiner Spaß, die bleiben nämlich immer drin. Und da haben wir es auch schon. So, dann schauen wir doch mal, was wir für Bonbons haben. Zweimal L, einmal XL. Okay, das ist, denke ich mal, ein guter Anfang. Ja, dann gehe ich jetzt mal zum nächsten Pokémon-Nest. Also die Lache von dem Pokémon sieht aus, als wäre das einfach der größte Bösewicht und hätte gerade irgendwie die Welt unterjocht. Das hat sich wahrscheinlich so gedacht. Aha, endlich bin ich aus Area 51 ausgebrochen. Danke an all die Naruto-Run-Idioten, die mich da rausgeholt haben. Tja, liebes Alien, du hast es zwar geschafft, aus Area 51 auszubrechen, aber ich bin hier, um dich wieder einzufangen. Also komm in den Ball und dann bringe ich dich wieder zurück. Wenn du dich nicht wehrst, dann schaue ich mal, dass ich auch noch ein weibliches Alien finde und dann lasse ich dich nicht dort alleine. Gut, dann ist jetzt an der Zeit, dass wir auch mal die Bonbons geben und mal schauen, wie viel wir jetzt damit machen können. Wir haben jetzt 4 L-Bonbons, 2 XL und ein Sonderbonbon und 40.000 Erfahrungspunkte geht direkt auf Level 31, ey, das muss man sich mal vorstellen. So, da kommen jetzt die XL-Bonbons und 60.000 Erfahrungspunkte und, oh, Level 43, ihr wisst, was das bedeutet. Ja, dieses süße kleine Primova entwickelt sich nun zu dem lieben Brimano. Wie ich finde, das süßeste Pokémon der gesamten Generation. Ich finde das Aussehen von dem Ding so geil. Und ich finde das so schade, dass das nur die erste Evolutionsstufe ist. Denn das bedeutet auch, dass sich das Pokémon jetzt wieder entwickeln wird. Denn es entwickelt sich auf Level 32 und dann nochmal auf 42. Und ja, das waren auf jeden Fall die schönsten 10 Sekunden meines Lebens. Ich bin wirklich froh, dass ich dich gehabt habe. Und es schmerzt ein bisschen, dass ich dich jetzt entwickeln muss. Aber ein Zylindrim ist nun mal viel, viel besser und... Ich werde es möglich machen. Ich werde ein Primano auf Level 100 trainieren. Ich werde es benutzen und ich werde jeden mit diesem Pokémon zerstören. Wisst ihr, was jetzt richtig cool wäre? Wenn ich einfach irgendwo ein Giga Dynamax Relaxo finde. Das wäre wirklich das Coolste, was passieren könnte. Aber hey, da ist ein Relaxo. Zwar jetzt nicht unbedingt das Relaxo, was ich sehen wollte, aber es ist wenigstens ein Relaxo. 3000 Erfahrungspunkte. Ich werde nie wieder in Pokémon reinlaufen. Okay, da hinten ist jetzt ein neues Pokémon-Nest. Aber wie komme ich da hin? Ich muss irgendwie übers Wasser. Kann ich jetzt irgendwie Naruto werden oder sowas? Ich habe so das Gefühl, dass das nicht so ganz funktioniert. Ja gut, wir dürfen nicht vergessen. Schwerkraft existiert auch noch. Oh, ein kleiner Hoppelhase. Wie süß. Nein, nein. Lass mich fliehen. Nein, ich bin einfach 20 Level unter dir. Kleiner Hase, lass mich in Ruhe. Schwertanz? Der Hase will mich töten. Oh mein Gott, ich bin entkommen. Ich wüsste nicht, was passiert wäre, wenn dieser Hase jetzt angegriffen hätte. Das nächste Pokémon ist ein Kikli. Na, da frage ich mich doch, ob ich jetzt einfach mal Silimbrim reinschicken kann. Gut, da ist das Kikli und ist es schon mal aufgefallen, dass das Ding kein Hals hat? Ich weiß, dass euch das wahrscheinlich alles bewusst ist, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Na komm, mein Hündchen. Ach, schaut ihn euch an. Ist er nicht süß? Er ist ein guter Junge. Ja, du bist ein guter Junge. Oh, er ist ein sehr, sehr guter Junge. Was für ein guter Junge du doch bist. Fein hast du das gemacht, Belektro. Dann können wir das Ding jetzt fangen. Oh, ich sehe was, was ihr auch seht. Und das ist lila. Okay, jetzt bin ich aber gespannt, was dort drin ist. Ich habe absolut keinen Plan. Ich hoffe, es ist irgendein 5-Sterne-Pokémon.
Und was ist es? Was ist es? Jetzt bin ich gespannt. Es ist ein... Was ist das denn? Oh, es ist ein Bärmon. Warte, nein, es ist ein Pelzebub. Es ist die Nachentwicklung. Ja gut, die kleine Stachelnase sollte jetzt kein Problem sein. Mein Amphira wird da schon einen relativ schnell kurzen Prozess mit dem Ding machen. Und da macht es einen Angriff. Oh Gott. Oh nein. Oh, das arme Carpador. Es hat überlebt. Das Carpador hat all seine Kraft zusammengenommen und hat mit einer KP überlebt. Oh, was? Oh, das ist aber jetzt richtig gemein. Das Carpador lag schon auf dem Boden. Also, das ist jetzt alles andere als okay. Das ist mir ein bisschen zu viel Gewalt für das Video. Dafür haben wir eine ganz schön gute Anzahl an Bonbons bekommen. Dann geben wir doch mal die ganzen Bonbons, die ich jetzt bekommen habe. Erstmal 8 M-Bonbons und 24.000 Erfahrungspunkte bringt ein paar Level nur. Und hier auch nochmal 60.000 Erfahrungspunkte. Nice. Auf Level 53 ist das Ganze jetzt schon. Okay, ein Ninjas. Ja, das sollte jetzt gar kein Problem sein. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich Belectro bisher sehr, sehr gelohnt hat. Gut, und ein weiteres Pokémon, das gefangen wurde. Okay, es ist jetzt nur noch ein einziger Raid übrig geblieben. Also ich habe jetzt wirklich alles hier gemacht. So, dann schauen wir doch mal, was drin ist. Und es ist ein... Was ist das? Okay, es ist noch ein anderes Nest aufgetaucht. Auf sowas habe ich jetzt gar keine Lust. Und es ist ein Lamelux. Okay, das sieht doch schon viel besser aus. 5 Sterne, die nehme ich jeden Tag gerne an. Ach du Schande, das ist wirklich der krasseste Alien-Schrei, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass Lamelux irgendwie zusammen mit Kaokto aus Area 51 ausgebrochen ist. Okay, Amphira, kannst du das Lamelux einfach mal ganz kurz besiegen? Okay, danke schön. Das Ding ist ein bisschen gruselig. Ein XL-Bonbon, 2 L-Bonbons, ist okay. Gut, dann gebe ich jetzt mal die restlichen Bonbons. Es sind ja wieder einige. Und hier haben wir 50.000 Erfahrungspunkte. Dann hier nochmal 6.000. Jetzt sind wir auf Level 58. Und damit sind wir auf Level 60 angekommen. Okay, noch 40 Level. Und da ist auch schon das nächste Pokémon-Nest wieder. Und es ist ein Riffhex. Kann ich das vielleicht mit meinem Silambrim besiegen? Ist es an der Zeit, das reinzuschicken? Ja, weißt du was? Ich denke mal, ich bekomme das schon hin. Okay, Silambrim, das ist jetzt dein großer Auftritt. Du kannst der Welt zeigen, was du drauf hast. Wenn du dieses Riffhex jetzt besiegst, dann hast du riesengroße Ehre und jeder wird dir sagen, wie geil du bist. Das Sonnenfall setzt natürlich nur Kosmikkraft ein. Wozu braucht man überhaupt Angriffe? Ach du Schande, es ist einfach schon das zweite Pokémon jetzt besiegt. Oh, hat das wehgetan. Verdammt, ich muss aufpassen. Ich verstehe zwar nicht ganz warum, aber man kann in Raid Battles Items einsetzen, deswegen heile ich mich einfach kurz hoch und ja, dann hat sich das erledigt. Okay, Säurespeier, ja, ist nicht viel Schaden. Spezialverteidigung sinkt, das ist schlecht. Ja, direkt noch weiter angreifen, Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Das ist frauenfeindlich, was du da machst. Greif doch nicht die ganze Zeit nur meinen Silambrim an, ey. Jeder einzelne Angriff immer nur auf meinen Silambrim. Riffhex, ich weiß, dass du ein Punker bist, aber das ist nicht okay, was du machst. Jetzt hör doch mal auf! Mein Silambrim ist gestorben! Wie kannst du nur? Das war der erste Kampf, den mein Silambrim gemacht hat und jetzt hast du es einfach so besiegt. Okay, das Einzige, was ich tun kann. Yay, los, ihr schafft das. Ja, natürlich, in so einer Situation, man setzt einfach das 20. Mal einfach Kosmikkraft ein. Das ist genau das, was ich von den CPUs erwartet habe. Und das war's. Wir haben verloren. Ja, das war's. Ein Mitleids-Like wäre definitiv hier angebracht. Ein Daumen nach oben ist gleich einmal Mitleid. Wenn du jetzt denkst, dass ich so einfach aufgebe, dann liegst du falsch, Mann. Jetzt kommt die Rache. Ich habe nicht umsonst einen Wachhund, Mann. Jetzt wird gefressen, Mann. Zeig ihm, was du drauf hast, Belectro. Los! Das passiert, wenn der Hund wütend wird. Ich hoffe, du hast aus deinen Fehlern gelernt und wirst das nie wieder tun. Leg dich bloß nicht mit meinen Pokémon an. Ein Galar-Gyradax? Also damit wird mein Silambrim aber auf jeden Fall fertig. Siehst du, so einfach kann das sein, Silambrim. Du musst einfach nur an dich glauben und dem einen linke und eine rechte verpassen, dann hat sich das. Gut, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Video. Wow, Alter! Wollten die gerade irgendwie Rache oder sowas? Habe ich irgendwie gerade ihren Sohn besiegt oder was war jetzt gerade los? Oh, die Zecke. Ja, okay, das ist jetzt kein besonders starkes Pokémon. Und damit habe ich auch das Kotomi. Okay, ist okay. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich an dir vorbeigelaufen bin. Ist okay, ich besieg dich schon. Keine Sorge, ich kümmere mich jetzt endlich um dich. Du hast lang genug gewartet. Los geht's. Ich bin jetzt schon ein bisschen über die erste Stunde drüber und ich muss zugeben, dass das Ganze gar nicht mal so viel Spaß macht. Ey, was machst denn du hier? Hier hast du ein Geschenk. Au! Ey, was soll das denn jetzt?
Hier hast du noch ein Geschenk zur Wiedergutmachung. Oh, danke schön. Das Botoge hat mir was geschenkt. Voll nett von dir. Ich habe jetzt aber so viele Bonbons gesammelt, das würde jetzt definitiv viel, viel Level-Ups geben. Der XL-Bonbon macht zumindest noch 2 Level. Das ist etwas. Da sind wir auf 74 schon und jetzt mit den ganzen Sonderbonbons auf Level 77 sind wir schon. Also wir sind bald fertig. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade wirklich schon alle Pokémon in dieser Generation besiegt. Es gibt nirgends mehr Raids gerade. Oh, da ist unser guter Freund Kikli. Na, da kann Cilimbrim aber jetzt definitiv was machen. Komm, du zeigst es mal, was du drauf hast. Warte, warte, warte. Das Karpador ist einfach schneller als mein Cilimbrim. Oh Mann, das ist das Peinlichste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Cilimbrim ist langsamer als ein kleines Karpador, das sich nicht mal wirklich bewegen kann. Ich weiß nicht, was Cilimbrim in einem früheren Leben getan hat, aber was auch immer es war, es tut mir wirklich leid. Das ist wirklich die schlimmste Bestrafung, die man einem Pokémon geben kann. Oh, da haben wir wieder den lilanen Strahl. Das bedeutet, da ist wieder ein seltenes Pokémon. Jetzt bin ich gespannt, was das sein wird. Vielleicht diesmal ein Giga-Dynamax-Pokémon? Was ist das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, es ist nur ein Gaunox. Das soll das seltene Pokémon sein. Oh hey, da ist schon wieder ein Kotomi. Dann pumpen wir mal mein Pokémon wieder mit den ganzen Bonbons voll. Damit brauchen wir nur noch 15 Level. Wow, 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 wow. Ist das ein Wailord? Okay, seid ihr bereit für das, was ihr gleich sehen werdet? Seid ihr bereit für dieses Riesen-Pokémon? Das größte Pokémon, das es gibt. In der Dynamax-Form und es sieht irgendwie aus wie ein ganz normales Wailord. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte erwartet, dass Wailord jetzt den kompletten Bildschirm einnimmt und ich gar nichts mehr sehe, aber das ist ein bisschen enttäuschend. Seht ihr das? So sieht die Welt aus, wenn es keine Pokémon mehr gibt. Wenn ein Krieg stattgefunden hat und man alle Pokémon ausgelöscht hat. Genau so wird das aussehen. Schon wieder ein Kotomi? Sag mal, wie oft willst du mir das denn heute noch geben? Ist das irgendwie nationaler Zeckentag? Okay. Mhm. Okay. Okay, okay. Es ist in Ordnung. Ja, jetzt hör doch mal auf damit. Bitte. Oh mein Gott, so langsam reicht das mir. Bitte, bitte lass es einfach. Oh mein Gott, dieser Kampf ist so absolut grausam. Bitte, bitte verschone mich damit. Es hört einfach nicht mehr auf. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich mache einen einzigen Angriff und... Bitte lass es aufhören, Alter. Das ist wie, als hätte ich Stimmen im Kopf. Oh, das tut so weh. Komm, bitte, los, mach es platt. Oh mein Gott, dieser Wolflaum, dieses Geräusch, Alter. Es ist so schrecklich. Bitte, töte dieses Pokémon. Entferne es aus dem Spiel. Es ist tot. Es ist endlich tot. Dieses Kotomi ist endlich gestorben. Es kam direkt aus der Hölle, um mich zu nerven. 9 Minuten hat der Kampf jetzt gedauert. Ich bin raus. Ich bin absolut raus. Oh, ich brauche erstmal ein paar Bonbons. Komm, ballern wir die mal rein. Und Level 92, die letzten 8 Level kommen jetzt. Oh, das war süßer Schaden. Dieses kleine Pokémon und... Oh nein, die Rache, die Rache. Nein, das war ein Fehler. Oh mein Gott. Das war das größte Karma, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das arme kleine Ding, es wollte einfach nur mal kurz zuschlagen und das so... Okay, das kann man weitermachen. Es hat einen ganz schönen Kampfgeist. Und das Ding ist scheinbar immer noch richtig wütend. Es greift es einfach direkt nochmal an. Also das ist wirklich sehr, sehr gemein. Also ich glaube, sowas darf ich noch nicht mal auf YouTube zeigen. Das ist zu extrem. Und auf Level 95. Okay, noch 5 Level. Das Ziel ist so zum Greifen nah. Wenn ich jetzt aufgebe, war alles umsonst. So, okay. Ich hoffe, die Bonbons reichen jetzt aus. Komm, das muss sein. Und 50.000 Erfahrungs... Okay, das hat gar nichts gemacht. Komm, dann wenigstens die L-Bonbons. Und auf Level 97, fast 98. Ein paar Kämpfe muss ich noch machen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber dein Ruf leckt irgendwie. Gut, ich denke, jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt die letzten Bonbons, die müssen hundertprozentig ausreichen. Und da sind wir auf Level 98. Jetzt kommt's, Leute. Komm schon. 98, 99, 100!
Da habe ich es geschafft. Mein Silimprim hat Level 100 erreicht von Level 1 auf. Ich denke mal, das kann sich zeigen lassen. Ja, und das war die Challenge. Es hat insgesamt 2 Stunden, 28 Minuten und 34 Sekunden gedauert. Primova ist eines der Pokémon, welches mit den meisten Erfahrungspunkte braucht. Und dementsprechend geht es bei anderen Pokémon wie zum Beispiel Voldy natürlich viel, viel schneller. Ich hoffe, dass euch das wieder unterhalten hat. Ein Daumen nach oben wäre schon ziemlich geil und falls du noch auf dem Kanal bist, dann abonniere für weitere Pokémon-Videos. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.